Rosen zum Valentinstag finden die meisten noch ein bisschen kitschig, aber nicht, wenn sie essbar sind. Wir machen heute einen Auflauf aus Apfelrosen. Dazu gibt es nachher eine selbstgemachte Vanillesoße und ich finde, das ist ein viel schöneres Geschenk als gekaufte Blumen. Als allererstes müssen wir ein bisschen Wasser aufsetzen, weil darin werden wir die Äpfel kochen. Und zwar habe ich extra, ein paar rote Äpfel rausgesucht. Die werden wir erstmal entkernen. Dann brauchen wir ein Messer. Wir halbieren die Äpfel und schneiden etwa einen halben Zentimeter dicke Scheiben. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Äpfel nicht braun werden. Deswegen geben wir ein bisschen Zitronensaft ins Kochwasser. Und damit das Ganze nicht zu sauer wird, kommt gleich noch eine Prise Zucker hinterher. So, jetzt schneiden wir weiter die Äpfel, bis es aufkocht. Das Apfelwasser lasst ihr jetzt ungefähr 2 Minuten kochen, sodass die Äpfel so leicht angegart sind. In der Zeit können wir schon mal die Auflaufform buttern. Ich nehme mir ein bisschen Butterbrotpapier, tunke damit in die Butter und streiche damit die Auflaufform aus. Und damit das Ganze so richtig schön karamellisiert, streue ich das Ganze noch mit Zucker aus. Hier rein kommen nachher unsere Apfelrosen. Aber erstmal brauchen wir Platz auf der Arbeitsfläche. Das heißt, alles weg. So, die Äpfel habe ich jetzt abgeschüttet und damit sie so richtig schön trocken sind, kommen sie noch auf Küchenpapier. Wir wollen nämlich keine nassen Äpfel im Kuchen. Aber ihr seht, die sind schön weiß geblieben. Jetzt kommen wir zu den Rosen. Und zwar brauchen wir erst ein bisschen Mehl auf der Arbeitsfläche. Und jetzt nehmen wir einen Blätterteig. Ihr wisst, eigentlich bin ich nicht so für Fertigprodukte, aber manchmal, finde ich, darf es auch ein fertiger Blätterteig sein. Und den selbst zu machen, ist wirklich so viel Arbeit. Wir müssen ihn leicht ausrollen. Leider ist mein Nudelholz noch bei einem Event liegen geblieben. Ihr seht, ich arbeite unter erschwerten Bedingungen. Aber man kann das genauso gut auch mit einer Weinflasche ausrollen. Praktischerweise steht hier nämlich mein Name drauf. Jetzt müssen wir ihn noch ein bisschen rechteckig schneiden. Wenn ihr einen rechteckigen Blätterteig habt, umso besser. Jetzt müssen wir das Ganze in Streifen schneiden. Jetzt zeige ich euch, wie man die Rosen legt. Ihr nehmt euch einen Streifen Blätterteig. Dann legt ihr die Apfelscheiben nach oben. Sie müssen auf jeden Fall ein bisschen rausgucken. Jetzt müsst ihr das Ganze würzen, und zwar mit Zimt und ein bisschen Honig als Geschmacks- und Klebemasse. Dann den Blätterteig zusammenklappen. Und jetzt sieht man auch, warum man die Äpfel vorher kochen musste, weil wir das Ganze nämlich jetzt aufrollen. Und die Äpfel müssen quasi biegsam sein. Rose Nummer 1, die könnt ihr jetzt entweder einzeln in der Muffinform backen oder, eben wie wir, in die Auflaufform setzen. Zack, das macht ihr jetzt so lange, bis die ganze Auflaufform voll ist. So, und damit das Ganze nicht nur besonders hübsch, sondern auch super lecker ist, mache ich noch ein bisschen Zimt oben drauf, ein bisschen Zucker und wer mag, gibt noch 2, 3 Butterflöckchen oben drauf. Denkt dran, dass ihr die Rosen nicht zu eng legt, weil der Blätterteig geht natürlich noch ein bisschen auf. Und jetzt kannst du in den Ofen und wir machen in der Zeit die Vanillesoße selbst gemacht. Alles, was ihr für eine selbstgemachte Vanillesoße braucht, ist Milch und ein bisschen Sahne. Natürlich eine Vanilleschote, am besten eine echte. Ein bisschen Speisestärke, dann kann auch nichts schief gehen. 2 Eigelb und Zucker. Als allererstes müssen wir die Vanilleschote aufschlitzen. Und die schmeißen wir jetzt einfach komplett in die Milch. Ich nehme 300 ml und einen Becher Sahne. Das muss jetzt einmal aufkochen und ungefähr 5 Minuten ziehen, damit die Vanilletierchen alle rauskommen. In der Zeit werden wir hier schon mal die Eigelbe mit dem Zucker verrühren. Und 2. Jetzt kommen dazu noch etwa 10 Gramm Speisestärke. Und so ungefähr 50 Gramm Zucker, je nachdem wie süß ihr es mögt. Das rühren wir jetzt schon mal. Apropos Geschenke, ob jetzt ein Valentinstag oder nicht. Dieses hübsche Teil habe ich von meinem Freund bekommen und ich finde es ist voll schön. Ein Hochaufhänge pflanzen. Allerdings zu Weihnachten. So, die Milch hat aufgekocht und ihr seht, die Vanilletierchen sind quasi aus der Schote gekrabbelt. Jetzt nehmen wir diese heiße Milch, jetzt wird es aufregend, und geben sie hier in unsere Eimasse. Dadurch wird das Ganze abbinden. So, jetzt zurück auf den Herd und so lange unterrühren, bis die Soße so dicker wird und dann sofort vom Herd nehmen und dann ist schon fertig. Seht ihr? Wir haben eine schöne, cremige, dickliche und vor allem selbstgemachte Vanillesoße ohne Mist drin. Ich koste das mal. Mmh. Boah, schmeckt so 1000-mal geiler als gekaufte. Am liebsten würde ich den ganzen Topf sofort auflöffeln, aber ich glaube, ich warte auf die Rosen. Oder? Vielleicht doch nicht. Oh. Unsere Rosen sind auch fertig. Puh, heiß. Oh, es duftet schon voll nach Äpfeln gebacken. Und wenn ihr wollt, gebt ihr noch ein bisschen Puderzucker oben drauf. Dann sieht es ja immer schöner aus. Also ich finde, das ist ein viel cooleres Geschenk als ein Strauß Rosen. Ich zeige euch noch kurz, wie ich servieren würde.
Und am besten esst ihr es gemeinsam, weil gemeinsam Essen verbindet natürlich. Ihr nehmt euch eine Rose, ein bisschen von der selbstgemachten Vanillesoße dazu. Ich hoffe, ich konnte euch eine tolle Anregung geben. Dieses Gericht schmeckt nämlich auch noch nach Valentinstag wunderbar. Ansonsten schreibt mir doch nochmal unten in die Kommentare, was ich als nächstes kochen oder backen soll. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Guten Appetit, eure Felicitas. Tschüss! Abonnieren nicht vergessen!